Noch ist es ein vertrautes Bild. Die Asklepios Südpfalz Klinik in Kandel mit den alltäglichen Abläufen einer Akut- und Notfallklinik. Doch für die 600 Mitarbeiter und deren Patientinnen und Patienten brechen im Oktober neue Zeiten an. Dann beginnt der Neubau des in die Jahre gekommenen Gebäudes. Das betrifft allerdings nicht die gesamte Klinik, sondern nur einen Teil davon. Wir planen den Neubau des sogenannten Herzstückes der Klinik. Das Herzstück der Klinik ist der sogenannte Funktionsbereich. In dem werden alle Diagnostikbereiche der Klinik durchgeführt. Sie können sich vorstellen, das geht los mit der zentralen Notaufnahme. Der Rettungswagen kommt an, es erfolgt die Erstdiagnose der Patienten. Es wird eine Herzinfarktversorgung gegebenenfalls durchgeführt, bis hin zu der operativen Versorgung, sprich die OPs werden neu gebaut, eine Intensivstation wird neu gebaut. Insofern nennen wir es das Herzstück der Klinik. Ein Trakt aus den 1970er Jahren wird abgerissen und durch neue Gebäude ersetzt. Höherer Platzbedarf, aber auch die Anforderungen etwa an den Brandschutz und die Qualität der Unterbringung machen dies notwendig. Patienten und Personal werden durch die Bauarbeiten nicht beeinträchtigt. Die medizinische Versorgung ist während der kompletten Bauzeit, die etwa 5 bis 6 Jahre betragen wird, gewährleistet, weil der Neubau, der entsteht, außerhalb des aktuellen Funktionsbereiches erfolgt. Also die medizinische Versorgung ist während der kompletten Bauzeit zu 100% gewährleistet. Durch den Neubau will Asklepios den Klinikbetrieb für die nächsten Jahrzehnte sicherstellen. Das Vorhaben kostet rund 90 Millionen Euro und wird mit Fördermitteln des Landes und Eigenmitteln des Asklepios-Konzerns finanziert.